So. Sicherheitshalber. Sicherheitshalber machen wir die Tür nochmal zu. Ich habe sie gerade gestunt. Ah. Ja, ich habe sie gestunt. Das heißt, sie kann sich nicht bewegen. Aber das heißt nicht, dass sie sie... Wow. Entweder bewegt sie sich jetzt langsamer mit dem Stun. Auf jeden Fall nimmt sie mehr Schaden. Und der Stun ist vorbei. Au. Heiltrank. Out of Energy. Malertrank. Genau, mitten ins Gesäß. Wow. Das war nicht so schlau. Und weg. Sehr gut. Ich habe gesehen, du hungerst langsam wieder. Und du hast wieder eine neue Pflanze für uns. So. Einmal kurz geheilt. Nebenbei, wo ist eigentlich der letzte Pfeil? Ach, da. So, wir hatten nämlich 7 Pfeile. Und ja, ich bin geizig mit meiner Munition, denn die ist knapp bemessen. Ich habe nichts gesagt. Munition. Und ich habe hier das Gefühl, dass hier noch was versteckt ist. Deswegen gucke ich mir die Wände mal an. Da ist nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Da nicht. Da nicht. Nein. 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 Nöp. Nö. Also war das hier nur ein Raum für Erfahrungspunkte und für Munition. Was eigentlich auch ganz okay ist. So ist mal das Fleisch, das du weniger tragen musst. So, das heißt, Kristall speichern. Jetzt, wo ich die Krabben besiegt habe. Und dann werde ich es nochmal mit dem Meditationsding versuchen. Speichern LP032. Ja, wir kommen gut voran. Ja, da zurück. Und hier wäre das Meditationsding. So, das heißt, wir laufen in diese Richtung vor denen weg. Oder in diese Richtung. Ich wurde woanders hin teleportiert. Nein. Wow. Das ist nicht so toll. Ah. Nein, das ist gar nicht toll. Okay. Wir werden irgendwo anders hin teleportiert, wenn wir da drauf rasten.
Das ist doof. Und zwar werden wir irgendwo... Ja, wo werden wir hin teleportiert? Der Raum sieht immer noch gleich aus. Wenn wir hier oben lang genug stehen. Was? Stehen? Ja. Okay, wir sind ein Stockwerk tiefer. Au. Nein, das war nie wieder nicht gut. Will ich mich mit dem Meditationsturm jetzt noch beschäftigen? Ohne dass ich was gegen die Kerle wirklich machen kann, ausrichten kann. Ich meine, es sind drei Stück. Und die hauen gut rein. Ich glaube, ich gucke erstmal weiter. Was gibt's hier? Hier gibt es einen Raum mit Schaltern und einem Schlüssel. Und da liegt sogar ein Rattenkopf. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Und hier wäre ein Einsturz. Hamlet of Stormbreach. Also ja, ein Hamlet. Ein Hamlet ist normalerweise so eine Art Hochebene, wenn ich das noch richtig übersetzt habe. Aber die ist wohl eingestürzt. Okay. Was gibt's hier? Sacking Gas mit einem Pilz. Hier ist nichts. Das heißt, wir können wirklich nur durch die beiden Türen links und rechts wohl. Hä? Ich schätze mal, wir finden dort Schlüssel und damit können wir das dann da öffnen. Das ist ja nett. Und da leuchtet es giftig grün. Oh je. Ah ja, kannst ruhig hier rüberkommen. Wow. Das finde ich jedoch nicht so toll. Edge Patch. So, du bist gestunt. Wow, du machst trotzdem noch gut Schaden. Ja. Dauernd daneben ist aber auch nicht so toll. Ich mach kaum Schaden bei dir. Au. Dafür machst du Schaden bei uns. Ja, komm. So, weg mit dir. Ich sehe Schleime. Ich sehe hier unten einen Weg. Und das Licht geht aus. Oh, ein Fisch. Hat wer Hunger? Ja, du hast Hunger. Und ich habe
Anti-Gift-Armband, auch gut. Das habe ich ganz vergessen. So, was mache ich jetzt? Also ja, da geht's zurück, aber zurück will ich irgendwie noch nicht. Ich will eigentlich die Kerle loswerden. Wobei ich da ein bisschen Angst habe, dass sie mich gleich einkesseln. Aber zur Not kann ich ja auch eine Etage tiefer fliehen. Weil runter scheinen sie nicht zu wollen. Wow. Genau, das sind die garstigen Schleime, die ich schon aus dem ersten Teil kenne. Genau. Die können nämlich, soweit ich weiß, krank machen. Ach stimmt ja, die können krank machen. Und der Quid war schön. Ja, nur habe ich sie im ersten Teil ein bisschen garstiger in Erinnerung. Wahrscheinlich, weil es da einfach mehrere auf einmal waren. Munition. So. Da ist ein Grünling. Komm. Dir verpasse ich mal ordentlich eine. Der Thrust, das sind so schöne Quits teilweise. Wow, das war auch ein schöner Quit. Also ja, die beiden kommen gut bei. Ja, hier unten war ich schon. Gut, gucken wir da weiter. Dort wäre eine Tür, die wir nicht öffnen können. Noch nicht. Da wäre was oberhalb. Ja, da können wir hochklettern. Hier hoch. Au. Genau, komm hier runter. Wow. Wow. Mit einem von euch kann ich einigermaßen tanzen. Oder sowas machen. Wow. Aua. Auf sie muss ich Acht geben. Es hat gerade niemanden Heiltrank, hä? Sowas Blödes aber auch. Okay, Weapon Jammed ist auch nicht so toll. Dich beballern dafür ist toll. So, genau. Okay, wie weit bin ich weg vom blauen Kristall? Doch ein Stück. Also einmal kurz hoch. So, danke. Du nimmst wieder deinen Zauber. Du machst besser nochmal vorher Licht. So, und dann gehen wir weiter. So. Ah ja, hier ist nur der Hebel, der die Tür da weiter aufmacht. Und da müsste eigentlich auch irgendwie noch eine Verbindung sein. Da gehen wir gleich nochmal zurück gucken. Also hier lang, hier lang. Erstmal sehe ich grünes Leuchten durch die Mauer hier. Und ja, ich möchte gerne darüber. Achso, da unten. Ja, stimmt, hier war noch ein Raum. Critical und Stunt, das ist gut.
Sackgasse ist nicht so gut. Du isst mal was, damit du nicht weiter verhungerst. So, das war okay so noch. Und hey, wir haben bald wieder doch ein Level up. Hm. Sehr nice. Oh, bevor ich es vergesse, da wir schon wieder so viele davon haben,